Freunde, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Beim letzten Mal haben wir dieses Castle hier abgeschlossen, aber damit ist Welt 1 noch nicht ganz fertig. Wir müssen zuerst noch das Schiff schaffen. Derelict Airship. Nein, Airship ist nicht mehr ganz, das ist wohl eher abgestürzt, aber daher wohl auch das Wort Relikt, was jetzt Derelict heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ein abgestürztes Airship sozusagen. Und da unten ist ein Starcoin. Lolz. Okay, da muss man am Anfang aufpassen, weil danach die Kamera wegzoomt, dann sieht man die nicht mehr. Sprich, die sieht man nur, wenn man schnell das Level betritt. Okay, das ist die ganz normale Luftschiff-Mucke. Aber in irgendeinem komischen Remix, der mir irgendwie nicht so gefällt, muss ich ehrlichweise zugeben. Oder ist das die Originale? Nein, das ist schon ein Remix, oder? Also die Melodie ist schon noch gleich, aber halt mit anderem Instrument. Ich weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall irgendwie ein bisschen strange, finde ich. Wenn es die gleiche ist, dann finde ich halt auch die normale Airship-Mucke nicht so geil. Schade, hätte ich mir irgendwie eine neue gewünscht, muss ich sagen. Aber was soll's. Okay, natürlich ist das Airship jetzt auch ein bisschen... Oh, lololol. Ein bisschen an die Welt angepasst, also... Wir haben hier natürlich immer noch Wasser und Dschungelelemente. Aber natürlich prinzipiell immer noch ein Airship. Und wie komme ich daran? Oh nein! Da hätte ich diesen Robo-Typen gebraucht, um die da runterzuwerfen. Scheiße, kriege ich da nochmal was? Oder wenigstens einen Pilz? Nein, aber... Hier, den da kann ich vielleicht noch nehmen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde jetzt gleich das erste Mal sterben. Das miese Gefühl habe ich irgendwie. Nein! Es reicht nicht. Shit. Aber der taucht nochmal auf. Ich krieg nochmal einen Versuch. Okay, Moment. Nein, das war nicht gut. Ja, der steht gleich wieder auf. Wollte ich... Ich habe ihn zu früh aufgehoben. Als ob der erste Tod so lame ist. Als ob der erste Tod in diesem Game so lame ist. Oh, scheiße. Ah, okay. Aber dann snacken wir uns halt nochmal Starcoin Nummer Uno. Und nicht Nummer Dos. Komm mit 100 Jugos und verbrennen dein Dorf. Zack. Gib mir eine Pilze her und jetzt bin ich sauer. Wir kriegen das hin. Am besten wäre natürlich eine Eisblume oder eine Feuerblume oder so. Aber ich glaube, die wird uns nicht gegönnt. Die sind heute nicht im Gönner-Modus unterwegs. Der P-Switch ist mir relativ schnuppe, weil das nur ein paar Münzen sind, mehr nicht. Die ich nicht so brauche. Okay, aber dann probieren wir es mal von der Seite. Das war schon wieder nichts. Ach, das darf doch ums Verrecken nicht wahr sein. Die fliegen einfach mal voll kurz. Aber ich habe ihr die Stachelkugel geklaut, dieser Pflanze da. Okay, hier chill ich mal. Okay, dann probieren wir es nochmal mit dem hier. Da beeilen wir uns jetzt und dann lasse ich mich... Vielleicht auch einfach mal nicht treffen. Weil ich hier einfach skillig zwischen den Pflanzen lande. Okay, jetzt muss ich nur aufpassen, dass der mich jetzt mit seiner Stachelkugel killt. Deswegen chill ich hier mal kurz. Zack, hier rüber. Und jetzt schnell da. Schön. Wir haben beide Starcoins und sind noch groß. Das ist schon deutlich angenehmer als davor. Aber der Death war einfach nur lame. Der Death war einfach nur lame. Das war kein cooler Death, das war keine schwierige Stelle, das ist einfach nur dumm von mir. Habe ich einfach ein bisschen overpredicted. So, was können wir hier machen? Einfach nur das runterfahren? Mehr nicht? Okay. Bisschen unspektakulär. Weg mit dir. Ist hier irgendwas Spannendes drin? Nee, wir packen sie zwar über diese Kisten hin, aber irgendwie nichts Wichtiges rein. Ist in Ordnung. Aber jetzt kam schon verdächtig lange keine Starcoin mehr, wenn ihr mich fragt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, die Challenge mache ich einfach mal, weil ich Bock drauf habe. Da oben könnte sie sein. Da oben könnte die Coin sein. Ja, da oben ist doch auch safe, oder? Da oben musst du doch... Was soll denn da sonst sein? Der normale Weg wird es nicht sein. Sehr schön. Lass bitte hier Starcoin Nummer 3 sein. Dann sind wir beide Freunde. Das würde mir die Sache sehr vereinfachen. Oh, die ist bestimmt hier irgendwo in der...
Nice, direkt First Try gefunden. Aber natürlich checke ich hier ab, was hier sonst noch so unterwegs ist. Oh, scheiße. Ich glaube, ich kann hier nicht mehr abchecken, was hier sonst noch so unterwegs ist, weil hier für mich eine Station ist. Habe ich das Gefühl. Nee, scheiße. Ist egal. Wir haben immerhin Stalker Nummer 1 gefunden. Alles gut. Was da drüben wäre? Vielleicht ein One-Up, vielleicht ein Power-Up, vielleicht aber auch gar nichts. Eine Stalker wird sich sein, weil wir haben jetzt alle drei. Jetzt interessiert mich nur noch das Ende dieses Levels. Bin gespannt, ob wir es noch mit dem Bosskampf zu tun bekommen. Ob hier ein... Ja, wir bekommen es mit einem Bosskampf zu tun. Und es ist vermutlich einer der Cooperlinge, oder? Ich glaube, das habe ich noch so im Kopf. Checken wir es ab. Ja. Das ist entweder Iggy oder Larry. Ich glaube aber Iggy. Doch, das ist Iggy. Larry ist der mit dem, der normalste von allen. Der einfach nur die blauen Haare hat und sonst nichts. Das ist Iggy's. Mit dem fahre ich auch ganz gern. Oh, du, der hat mich getroffen. Mit dem fahre ich auch ganz gerne in Mario Kart 8, muss ich sagen. Das ist der erste Charakter, mit dem ich in Mario Kart 8 für die Wii U online gefahren bin. Auf dem grünen Quad. Das weiß ich noch. Aber ich kann es ja immer durch NSMB U ganz gut merken. Weil er war der Boss der fünften Welt. Und die Festung hieß Iggy's heiße Sohlenfestung. Mit dem Namen habe ich einfach gemerkt, weil er so dumm ist. Und deswegen weiß ich, glaube ich, dass das Iggy ist. Ich würde sagen, zu 95% ist das Iggy. Und zu 5% ist es Larry. Aber naja, das ist Iggy. Das ist Iggy. Ich hoffe. Aber wir haben... Oh ja, wir kriegen sogar die Meldung. Wir haben Welt 1 zu 100% abgeschlossen. Abgeschlossen. You have gotten everything in Yoshi's Island. Genau so soll es sein. Und jetzt schwimmen wir weiter in die zweite Welt. Und wir haben erstmal wieder einen langen, epischen Ladescreen beim Weltenwechsel. Warum auch immer das so ist. Aber ich meine, ich will mich mal nicht beschweren. Wir haben hier immer eine Custom Overworld. Die muss natürlich auch neu geladen werden. Und die Wii war jetzt auch nicht die leistungsstärkste Konsole. Obwohl ich auch glaube, dass da meine Version, glaube ich, die ich habe, ein bisschen kacke ist. Aber hier wären wir in Welt 2. Und es ist ganz normal eine Wüstenwelt, wie man das kennt aus den normalen Mario Bros. Teilen. Aber hier ist auch eine blaue Röhre. Und die blaue Röhre bringt uns in die Weltenauswahl. Sehr schön. Welt 1, sozusagen mit dem Anker Strand und Palmen, also eine Strandwelt. Übrigens auch 3 Sterne hier bei Yoshi's Island, ja. Wir haben alles. Jetzt die Wüstenwelt, da haben wir noch gar nichts. Aber ich gehe nochmal zurück in Welt 1 und schwimme runter zur Herbstwelt. Denn wir haben ja durch ein Secret Exit in diesem Teichlevel sozusagen eine kleine Bonuswelt freigeschaltet. Die Herbstwaldwelt. Ich weiß nicht, ob die offiziell so heißt, aber die möchte ich jetzt eigentlich schon machen, bevor ich jetzt in die zweite Welt gehe, weil ich ziehe die eigentlich schon offiziell dazu. Deswegen müssen wir mal kurz Welt 1 durchqueren und dann vom Teichlevel aus nach unten. Und diese Ladesequenz, die werde ich euch jetzt kurz cutten. Hier wären wir im Autumn Plateau, im Herbstplateau mit Level A1. Na, es ist der Goldwood Forest und das Level heißt Autumn Plateau. Die Welt heißt offiziell Goldwood Forest. Okay, kurz verwechselt. Aber ich finde auch Autumn Plateau hätte als Welt gepasst. Orgasmus. Mario Kart Wii Herbstwaldmusik. Natürlich, welche Musik hätten sie auch sonst nehmen sollen? Aber richtig, oh, ich liebe diesen Soundtrack. Oh mein Gott. Damit ist diese Welt schon offiziell geil. Ohne dass ich überhaupt was gesehen habe. Oh, yes. Ich liebe es. Und es sieht richtig schön aus, wie hier die Blätter runterfallen, wie sie das Ganze animiert haben. Wow. Die Welt überzeugt allein schon im ersten Level in den ersten 5 Sekunden. Okay, Scheiße. Eine Zufalls-Powerbox. Ich weiß, das kann man auch abpassen, aber ich habe jetzt einfach mal den Zufall genommen und wurde mit einem One-Up belohnt. Yay. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Jetzt lassen wir schnell wieder in die Overworld gehen. Oder in die Oberseite. Weil hier die geile Mucke spielt. Oh, und sieh meine an. Dank des gelben Schalterpalasts sind wir hier safe vor dem Guy. Weil wir sozusagen da stehen können. Aber hier ist auch schon der grüne Schalterpalast. Heißt das, den kriegt man in Welt 2? Oder hätte man den schon kriegen können? Nein, wir haben alles in Welt 1 gefunden. Wir haben die Meldung bekommen. Sprich, der grüne Schalterpalast kommt noch. Man kann hier immer schön über... Ich bin blöd. Mal schnell über die Bäume hüpfen. Ab! Warum machst du, Trottel, jetzt keinen Wandsprung? Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Oh mein Gott. Das ist einfach schon der zweite Death heute, ne?
Erbärmlich. Sir Erbärmlich. Ibims, der Trottel. Okay, dann nehmen wir jetzt das Item hier mit. Wenigstens, das haben wir vorhin in den Abgrund fallen lassen. Dann konzentrieren wir uns jetzt ein bisschen. Aber wir haben nochmal eine Chance beim Random Power-Up hier unten. Mhm. Vielleicht finden wir was Geiles, was wir benötigen. Ich will die Feuerblume. Die Feuerblume kommt nach dem Pilz. Ich bin's, der Profi! Nice. Ja, ja. Ja, diese ganzen Random Power-Ups, das ist... das ist... Hau mir mit sowas ab, das fordert mich doch nicht. Okay, jetzt bitte ein bisschen intelligenter an die Sache rangehen. Monty-Maulwürfel. Okay, so, weg mit dir. So, und jetzt erstmal abchecken, was hier zu tun ist. Irgendwelche random platzierten Plattformen, die runterfallen, wenn man zu lange draufsteht. Aber irgendwie... Och, ich bin's, der Trottel. Irgendwie noch kein Anzeichen. So viel zu kein Anzeichen. Hier muss ich rein. Und hier ist Starker Nummer... Okay, es ist auch Starker Nummer 1. Wunderbar. Dementsprechend alles richtig gemacht. So, gut. Jetzt können wir bitte wieder konzentriert spielen. Ich spiele unkonzentriert in diesem Part. Ich nehme das Ganze ein bisschen auf die leichte Schulter. Sollte ich nicht tun. Weil das habe ich gelernt, das NSMB Wii. Unkonzentriertheit. So, dieses schnelle, alles auf die leichte Schulter nehmen, zocken. Das sorgt bei mir für extremste Fails. Und jetzt höre ich wieder einige Stimmen von euch. Spiel auf jeden Fall unkonzentriert und schnell, das gibt Fails. Aber dem habe ich noch entgegenzusetzen. Nein, ich werde niemals failen. Ist hier oben was? Nein, okay. Aber schönes Detail, dass sie da keine Wand hingemacht haben, sondern dass ich mich da oben noch frei bewegen kann. Lass das Ganze ein bisschen offener und in Anführungszeichen realistischer wirken. Ui! Wir bekommen Yoshi als Kollege. Das ist schön. Hat jetzt schon länger keinen Auftritt mehr. In den ersten zwei Leveln war er noch da und dann war er eine ganze Zeit lang weg. Aber jetzt ist Yoshi back. So, hier sind überall Piranha-Pflanzen, die Feuer speien und sonst was. Kann ich da oben lang? Yes, kann ich. Ich wollte gerade sagen, das sieht verdächtig aus, dass das so eine Einkerbung ist. Und hier ist Starcoin Nummer 2. Sehr schön. Dementsprechend alles richtig gemacht. Die kann ich ja nicht essen, ne? Doch, kann ich sogar. Okay. Aber die kann man nicht mit Feuerblumen töten, das war's. Und hier oben könnte auch noch was sein. Hier oben könnte auch noch was sein. Vielleicht sogar Starcoin Nummer 3. Nicht? Okay. Hätte ich nicht erwartet. Aber alles klar, dann vertraue ich denen hier mal und gehe weiter in der Annahme, dass Starcoin Nummer 3 noch kommen wird. Werden wir sehen. Weg damit, dann kann ich direkt mal den Monty töten, sehr schön. Hier gehe ich auch mal wieder auf die Bäume hoch. Oh ja, da sind sogar Münzen, das könnte sogar wertvoll gewesen sein. Oder nicht, oder doch. Okay, da ist ein Schalter, der könnte mich zu Starcoin Nummer 3 führen. Sehr schön. Moment mal, ist da Boden? Ja, da ist Boden. Monty! Monty! Okay, noch gekillt. Ah, Monty! Nein, jetzt ist Yoshi da unten. Yoshi, bleib da! Sehr schön. Und dich killen wir noch, dass du auch keine Faxen mehr machst. Wunderbar! Hey, jetzt wird's aber hier ein bisschen lächerlich, ne? Bleib mal da, Yoshi! Keine Arbeitsverweigerung, so. Ich bring's extra... Lass dich da in der Fahne verrotten, während ich mir das Wohnab hole. Wer nicht hören will, muss fühlen, mein Freund. Mein gelber Freund. Aber du hast mir trotzdem gut geholfen und wir haben das Level gut abgeschlossen. Auch kein Secret Exit, dementsprechend nichts verpasst. Alles wunderbar und wunderschöner Soundtrack. Ich hoffe, den bekommen wir noch öfter zu hören. Vielleicht sogar in Apple Tree Woods A2. Ich finde es aber cool, dass sie hier nochmal so extra Welten gemacht haben, weil dadurch einfach mehr Level-Themes zustande kommen. Nicht nur Gras, Wüste, sondern dass sie sich wirklich nochmal ein paar neue Sachen überlegt haben. Und Herbstwald finde ich definitiv eine gute Idee. Und allein schon, wie gesagt, diese runterfallenden Blätter, finde ich, sehen wunderschön aus. Richtig geiles optisches Detail. Die sind auch so schön verschiedenfarbig und... Oh. Ich muss ja sagen, wenn wir schon beim Herbst sind, wenn es um Jahreszeiten geht, ich bin weder der Sommerfanatiker noch der Winterfanatiker. Ich liebe die Übergangszeiten. Ich liebe die Übergangszeiten, ich liebe Herbst und ich liebe Frühling. Den Frühling liebe ich einfach... Weil einfach sozusagen alles vom tristen Grau wieder in farbig übergeht. Alles blüht, alles ist warm. Es gibt wieder frische Früchte und so weiter. Das finde ich ultra geil am Frühling. Aber auch den Herbst mag ich. So, es ist... Oh, alles wird so braun-rot. Die Farben im Herbst sind übertrieben schön. Es gibt so eine richtig geile Luft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. So diese Herbstluft, die ist... Oh, ich liebe sie. Und wie gesagt, alles nimmt so richtig schöne Farben an. Halloween finde ich auch super schön. Also... Ich liebe
Frühling und Herbst. Ich bin kein großer Winterfanatiker, ich bin kein Sommerfanatiker, aber in Übergangszeiten, da gehe ich richtig auf. Die Temperaturen sind da auch meiner Meinung nach perfekt. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. So, man kann den Pulli raus, wenn man will. Aber man kann auch eine Jacke anziehen. Also man hat auch komplette modische Freiheit, sage ich. Also, oh, obwohl ich den Herbst sogar noch lieber mag als den Frühling. Also, das klingt scheiße, wenn ich das jetzt sage, aber ich freue mich schon, wenn der Sommer bald sozusagen sich seinem Ende nähert und wir den wunderschönen Herbst haben. Allein wegen Halloween. Ich war noch nie der große Halloween-Fanatiker, wegen, keine Ahnung, wegen den Monstern oder weil alles so gruselig oder erschreckend ist. Aber was ich an Halloween liebe, ist einfach, dass alles so geil geschmückt ist. Überall die Kürbisse, alles so in orange-braun geschmückt. Und oh, ich liebe den Herbst, einfach alles am Herbst. Und deswegen freue ich mich da schon sehr drauf dieses Jahr. Gerne mal eure Meinung dazu. Seid ihr jemand, der sagt, oh ja, unbedingt, Sommer ist Killer, Winter ist Killer? Oder auf welche Jahreszeit steht ihr? Welche Jahreszeit feiert ihr? Das würde mich echt mal interessieren. Schreibt mir das mal in die Comments. Also ich liebe Herbst. Direkt nach Herbst folgt Frühling. Und dann, keine Ahnung, so Sommer, Winter auf der gleichen Stufe. Ich hasse keine Jahreszeit, definitiv. Der Winter hat richtig geile Seiten. Der Sommer hat auch geile Seiten. Aber die beiden Übergangsjahreszeiten finde ich beide nochmal einen Tick besser. Und von den beiden Übergangsjahreszeiten finde ich sozusagen den Herbst nochmal einen Tick besser als den Frühling. So ist mein Jahreszeitenranking. Aber es gibt jetzt keine Jahreszeit, wo ich sagen würde, die mag ich gar nicht. Ich finde, jede Jahreszeit hat seine schönen Seiten und auch seine schlechten. Außer der Herbst, nein, Spaß. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, in der Jahreszeit bin ich voll down und alles ist scheiße und in der anderen Jahreszeit gehe ich voll auf. Ich komme eigentlich mit jeder Jahreszeit gut klar. Es gibt ja wirklich manche, die sagen, Winter packe ich gar nicht. Und die sind im Winter wirklich down und traurig und packen, kommen einfach gar nicht klar so. Das ist bei mir nicht so. Ich komme mit jeder Jahreszeit gut klar. Und was ich einfach, wie gesagt, an den Jahreszeiten am liebsten mag, sind die Farben. Die Farben und wie alles dekoriert ist und wie die Atmosphäre draußen ist. Im Winter diese ruhige, nachdenkliche Atmosphäre. Und, oh, eigentlich, wenn ich es mir genau überlege, mag ich jede Jahreszeit. Und was ist... Was ist da? Ist das ein Secret Exit? Wir haben schon alle drei Star Coins. Gibt's auch in diesen... Ja, tatsächlich. Es gibt auch in diesen Mini-Welt, ne? Secret Exits. Das hätte ich nicht gedacht. Aber super! Ich liebe Secret Exits zu finden, ne? Leider war der Secret Exit fast am Ende vom Level. Sprich, ich muss mal das ganze Level zocken. Nur um es dann nochmal kurz normal zu beenden, ne? Ich mag es lieber, wenn die Secret Exits am Anfang eines Levels sind. Aber alles cool. Dann möchte ich das Level jetzt nochmal kurz zocken und dann werden wir wieder da weiter zocken, wo gerade Secret Exit war. Hier wären wir wieder. Ich wurde leider gerade noch mal getroffen, aber ich bin hier durch like a Speedrun-Profi. Und hier ist direkt das Ziel. Also der Secret Exit ist einfach direkt vor dem Ziel. Das finde ich ein bisschen blöd, weil man sozusagen einfach zweimal genau dasselbe spielen muss. Zweimal genau dasselbe Level schaffen muss, um dann sozusagen am Ende einfach kurz erst in die eine Richtung zum Ziel zu gehen, dann in die andere. Das hätte man meiner Meinung nach anders lösen können. Aber trotzdem alles super. Ich denke, wir haben das Level damit zu 100% abgeschlossen. So ist es. Und wir haben auch den Part für heute abgeschlossen. Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch gefällt diese Welt hier genauso gut. Eure Meinung zu Jahreszeiten gerne in die Kommentare. Schreibt einfach mal so ein bisschen, warum ihr gewisse Jahreszeiten mögt. Und vielleicht auch nicht so typisch, ja, Sommer mag ich, weil es warm ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen so irgendwas Besonderes, was euch speziell, so was euch individuell an den Jahreszeiten gefällt. Würde mich interessieren. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Daumen nach oben würde mich sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von New Super Mario Bros. Wii. Haut rein, euer Hübi.